Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Nach World of Lego Cast geht es jetzt endlich weiter mit normalen YouTube-Stuff. Und ich hoffe, die Geräuschkulisse wird euch gleich nicht so sehr stören, weil ich habe mir hier irgendwo ein schönes Plätzchen versucht zu suchen. Also ich bin jetzt schon eine halbe Stunde lang unterwegs und habe jetzt hier den schönen ruhigen Ort gefunden. Aber da unten ist eine Baustelle und trotzdem ein bisschen Lärm. Deswegen hoffe ich, dass es auf der Kamera jetzt nicht so stört. Und ja, ich kenne es auch daheim filmen, aber ich will auch endlich mal fahren, weil ich habe dieses Bike schon mehrere Wochen daheim stehen, habe aber wirklich gewartet, bis die World of Lego Cast Videoserie fertig ist, um es mit euch das erste Mal gemeinsam zu fahren. Und heute ist es soweit, deswegen möchte ich nicht so lange warten und jetzt nochmal nach Hause da, nochmal den Start des Videos abdrehen und mache jetzt hier einen kleinen Bike-Check mit euch zu meinem neuen Bike. Das ist ein Specialized Stump Jumper S-Works 2019. Carbonrahmen, wie man sieht, aber dieser Carbonrahmen gibt es auch in der günstigen Version, also egal ob Comp oder Pro. Es ist immer der gleiche Rahmen, nur halt eine andere Lackierung, gleiche Geometrie. Also das Bike gibt es als Long Travel und Short Travel. Als Short Travel hat das 120 mm Federweg hinten und 130 vorne, meine ich. Und hier das Long Travel hat hinten 140 mm Federweg und vorne 150. Wie ihr seht, das allererste Mal fahre ich eine Fox-Gabel und bin schon sehr gespannt, wie das läuft. Das ist eine Fox Factory 36 Federgabel und hinten ist ein Fox Factory Float DPX 2 Dämpfer verbaut, also Luftfederung. Das Bike hat natürlich wieder eine Swatbox, die ich leider nicht nutze. Ich habe meinen Kram immer im Rucksack drin, falls ich ein anderes Bike fahre, damit ich den Kram nicht im Rahmen des anderen Bikes vergesse. Und genauso ist auch in dem Steuersatz ein Tool verbaut und auch ein Kettennieter, den möchte ich euch kurz zeigen. So schaut das Teil aus. Das ist im Steuersatz normalerweise verbaut. Wenn man hier an dem Deckel dreht, kommt hier ein kleines Multitool mit allem, was man für das Bike braucht, für die schnelle Reparatur oder Einstellung für unterwegs. Sehr praktisch, aber da ich halt eh mein Werkzeug immer im Rucksack dabei habe und immer einen Rucksack dabei habe, wenn ich Tour fahre oder Enduro fahre, brauche ich das in dem Fall nicht und möchte dann halt wieder ein bisschen Gewicht sparen. Natürlich habe ich hier meine Bremsen drauf gebaut, die Brakeforce One H2O. Vorne mit 203er Scheibe und hinten 180 mm Scheibe. Reifen sind jetzt andere drauf. Vom Werk aus waren vorne Butcher in 2.6 und hinten der Purgatory. Und ich habe jetzt hier die Specialized Eliminator vorne und hinten als 2.6er. Wie ihr wisst, fahre ich seit vielen Jahren die Sixpack Icon Pedale. Und nach meinen Tests mit den Klickpedalen bin ich so auf den Geschmack gekommen, mal wieder was anderes auszuprobieren. Und zwar habe ich mir jetzt für dieses Bike die Crank Brothers Flat Pedale gekauft. Die gibt es in zwei verschiedenen Größen und in unterschiedlichen Preisklassen von 60 bis, ich glaube, 350 Euro. Geht dann halt natürlich wieder ums Gewicht. Ich habe mir hier die mittelpreisigen Pedale geholt für um die 150 Euro, meine ich, haben die gekostet. In schwarz natürlich, wie das ganze Bike. Sonst hätte mich wahrscheinlich Batman gehauen, wenn ich da irgendwas Farbiges dran gemacht hätte. Hier auch sehr interessant, für die Fox 36 Kabel habe ich mir so ein Schutzblech geholt von Synchros, was auch für andere Fox Gabeln passt. Auch sehr edel auf dem Bike Carbonfelgen bin ich bisher noch nicht. Doch, ich bin sie gefahren. In der Schweiz bin ich ja das Specialized Stump Jumper schon sehr viel gefahren. Da waren auch diese Carbonfelgen drauf, also da meine erste Erfahrung mit Carbonfelgen, sage ich mal, was geht bei Carbonfelgen um die Steifigkeit. Also sollen möglichst steif sein, stabiler sollen sie auch sein als Alu, allerdings wenn es die mal zerhaut, dann zerfliegen die direkt in Teile, deswegen sollte man da es nicht ganz übertreiben. Also stabiler als Alu ist es schon, das heißt, wenn man irgendwo gegenknallt, hat man halt einen Felgendurchschlag, man hat einen Platten, wenn man schlau fährt, aber die Felge ist nicht direkt kaputt. Bei einer Alufelge hätte man dann wahrscheinlich schon direkt eine Beule drin, so wie es bei mir oft ist. Deswegen fahre ich halt immer diese Schlauchlossysteme, Huck Norris oder sonst was. Dafür kommt aber auch noch in den nächsten Video was Neues für euch. Bei dem S-Works natürlich auch eine Top-Schaltgruppe und zwar die SRAM XX1 1x12. Auch hier eine Carbon-Kurbel, sehr, sehr cool. Und das Schaltwerk hat einen Carbon-Käfig, ist halt bei XX1 so, ist sehr, sehr teuer, sehr, sehr leicht. Ich, also meiner Meinung nach, muss es nicht sein. Es funktioniert auch eine GX-Schaltung und ja, verschleißtechnisch muss ich mal testen, ob es wirklich länger hält.
oder ob es nur das Gewicht ist, was den Vorteil bringt. Bei dem Stumpjumper auch sehr, sehr cool. Die Sattelstütze ist jetzt eine mit 150 mm Hub, wenn ich jetzt nichts falsch sage. Das heißt, dass die Sattelstütze weiter rausfährt, was sehr, sehr gut für mich ist, weil ich lange Beine habe und bei manch anderen Sattelstützen da so meine Probleme hatte. Also wenn ich jetzt im Bikepark gefahren bin und extrem viel Beinfreiheit gebraucht habe, dann musste ich da noch einen Zentimeter die Sattelstütze runterschrauben, was eigentlich nicht Sinn der Sache ist. Von daher bin ich da super happy, dass ich hier 150 mm drauf habe. Aber ich habe beim Fahren schon gemerkt, dass ich es gar nicht so tief brauche. Also es ist jetzt, wenn ich es ganz tief runter mache, ist es wieder zu tief. Deswegen mache ich immer so eine Mittelstellung. Ja, hier auch ein Carbon-Lenker von Specialized drauf mit schönem S-Works-Schriftzug. Gewicht weiß ich gar nicht. Ich habe den mal drauf gelassen zum Testen. Ich habe daheim zwar noch einen Carbon-Lenker mir bereit gekauft, aber habe dann jetzt gesagt, okay, ich lasse den mal drauf zum Testen. Und natürlich meine Easy Grips Extra Chunky Griffe, das sind keine Moosgummi Griffe, sondern das sind so Silikon Griffe, die ich sehr, sehr empfehlen kann. Also wenn ihr euch die Griffe holt, die gibt es in drei verschiedenen Stärken, ich möchte jetzt keine Werbung machen, hier Product Placement, aber ich empfehle es echt jedem und jeder, der so ausprobiert hat, hat gesagt, Leo, dass die Griffe sind geil. Deswegen, die gibt es in drei verschiedenen Stärken. Die Rays sind ganz dünn, dann die Chunky sind für normal, also kleine Hände, sage ich mal. Und die Extra Chunky, die ich fahre, die auch Hanna fährt, sind halt vom Durchmesser ein bisschen dicker und lassen sich halt ganz anders greifen, was ich sehr, sehr bequem finde. Ist aber halt wieder Geschmackssache, ne? Ja, da das Bike halt schon ein paar Wochen bei mir steht, habe ich mir die Zeit genommen, habe da Schutzfolie draufgeklebt, also der komplette Rahmen ist abgeklebt. Da nochmal ein Danke an Raphael. Und ich habe hier, wie ihr seht, matte Schutzfolie. Das sieht bei dem S-Works Rahmen hier ganz gut aus, weil man sieht ja hier so die Carbonstruktur und deswegen fällt die Schutzfolie kaum auf. Wenn ihr einen glänzenden Rahmen habt, dann kann ich euch auf jeden Fall Autofolie empfehlen. Also einfach zum Autofolierer gehen und sich da einen Quadratmeter klare Folie holen. Und das ist halt so die Folie, die ich mal verwendet habe, die super geschützt hat und da braucht man keine teure 3M-Folie oder sowas zu kaufen. Also ich würde eh nicht empfehlen, diese ganz dicke Folie zu nehmen. Die schützt zwar gut, aber das sieht halt scheiße aus. Ne? Und hier auf dem Bike hat es mit dem Matten ganz gut geklappt, bin ich sehr zufrieden. Das Bike ist geschützt, so dass halt die ersten Kratzer nicht so wehtun. Mehr gibt es zu dem Bike nicht zu sagen. Der Rest ist jetzt erleben, für mich zumindest. Für euch ein kleines Dabeisein über den Bildschirm. Und ich bin das Bike ja schon ausgiebig Probe gefahren in der Schweiz. Jetzt das S-Works bin ich auch schon mal bei einem Fotoshooting ganz kurz gefahren in Kranjskagora. Jetzt ist mein eigenes und das Tolle jetzt, es ist wirklich komplett auf mich eingestellt. Okay, ich muss jetzt halt mit den neuen Federelementen, das muss ich noch genau auf mich optimiert einstellen. Was ist denn da? Oh, jetzt habe ich Angst. Fuck. Zieh euch das mal rein. Okay Leute, also, scheiße, das hat mich jetzt voll rausgebracht. Ich habe gerade echt voll Gänsehaut bekommen. Und was ich noch sagen wollte, also wir sind hier oben, warte, ich drehe mal einmal die Kamera, schaut mal. Wir sind hier irgendwo in meiner Heimat und ich habe jetzt schon wieder einen Trail gefunden, als ich hier vorhin eine Location gesucht habe, wo ich ein bisschen Ruhe habe für den Bike-Check. Und hier, das ist sehr, sehr interessant, weil solange ich lebe und solange ich Fahrrad fahre, schon 9 Jahre, bin ich hier überall schon rumgelungert, aber diesen Platz habe ich noch nie gefunden. Und da ist die Ziege, sie wartet auf mich. Ich glaube, das ist ein Zeichen. Ich werde ihr gleich mal folgen. Immer schnell die Kamera auf den Kopf packen und dann machen wir den ersten gemeinsamen Ride. Da kommen noch mehr Ziegen. Die ganze Herde. Die fressen mich gleich auf. Ich hab nix. Das essen den Ziegen. Ich hab nur Traubenzucker dabei. Ich hab nix. Hallo. Das ist der Ziegentrail. Das hier ist jetzt der Ziegentrail. Ist das Wasser? Wasser? Komm. Komm. Willst du? Will nicht. Ich gehe jetzt einfach mal mit, als würde ich zur Herde dazugehören.
Die wollen mir einen Trail zeigen hier. Wo lang? Da hoch. Sieht das hier noch nach einem Trail aus? Ich glaube nicht. Also ich lasse die Ziegen jetzt mal in Ruhe. Ich glaube nicht, dass sie Bock auf mich haben. Und ja, dann würde ich sagen, dass wir hier meinen ersten Ride beginnen. Passende Gang rein. Brille. Und los geht's. Schild, Alter. Alter, waren das Killertreppen. Ah. Da kommt wieder das geliebte Totengeräusch, Leute. Wir sind jetzt auf dem Weg zu einem Trail, den ich Anfang des Jahres schon mal gefahren bin. Ich meine, der heißt Yofimi-Fahrt. Und das ist wieder so ein Spitzkern-Trail. Also bei mir sind hier halt immer Spitzkern. Und da ich durch die Volk-Videoserie und gerade mit dem alten Bike so schön Übungen bin mit dem Hinterrad umsetzen, wollte ich den Pfad gerade nochmal mit dem neuen Bike hier fahren. Weil ich denke, auch erst jetzt ist er wieder befahrbar. Weil im Sommer über kannst du da nicht langfahren, weil alles zugewachsen ist. Und den checken wir noch ab. Ja, liebe Zuschauer, ich will mich noch herzlich bei euch bedanken für das ganze positive Feedback zu meiner World of Leo Cast Videoreihe. Die Videos waren wirklich sehr, sehr aufwendig zu filmen. Also das habe ich in den letzten 3 Wochen habe ich nur das gemacht. Also in meiner Freizeit, YouTube-mäßig halt. Und ja, sehr viel Aufwand, aber es hat sich gelohnt. Die Videos sind bei euch cool angekommen. Ihr fandet sie lustig, so wie ich es auch rüberbringen wollte. Und klar war das Bike ein Mitgrund für diese Videoserie, aber eigentlich nur im Nachhinein. Also ich wollte das schon länger machen, aber als es dann hieß hier, ich bekomme das S-Works, dachte ich mir, okay, das baue ich da rein. Und das wird das besondere Ende dann. So, da sind wir schon am Trail, aber erstmal bei der Hütte hier eine Hütten-Challenge. Hütten-Challenge heißt immer in die Hütte rein und wieder rauskommen. So. Und dann geht's los auf den Yofimi-Pfad. Ja, ist noch ziemlich zugewachsen. Hier kommt die erste Spitzkehre. Au! Ah, das war ein Dorn. Der Ei! Oh, nicht schön. Ich glaube, das war keine gute Idee, hier reinzufahren. Oh Mann. Ist noch ganz schön zugewachsen hier.
Oh, meine Schienbeine brennen. Scheiße. So. Hier geht's links rum. Das war knapp. Das ist direkt mal ein Reifentest, ob die sich von den Dornen Löcher reinfahren lassen. Alter, das hat's gezogen. Mann. So, das wird jetzt aufs Bike aufsteigen, direkt rum. Von Vorderrad bis dahin und dann das Hinterrad rum. Okay. Ja. Das war eine Brennnessel am Arm. Hier sehe ich gar nichts mehr. Aber bin noch auf dem Trail. Junge! Kann die Hanna gleich die ganzen Dornen hier rausziehen. Ja. Jetzt hier langsam. Wow! Alter, habt ihr den Stoppie jetzt gesehen? Shit! Habe ich mich hier schön eingehakt hier an dem Ding. Und versuchen wir nochmal. Scheiße. So, also. Jetzt nicht zu spät umsetzen, sonst komme ich ja nicht mehr rum. Sonst kriege ich meinen Fuß nicht drauf. Jetzt drüber. Und jetzt? Also dieses Bike ist schon heftig. Das ist wieder die 29er Power, dass man da einfach nie über den Lenker geht. Ja, tut mir leid, liebe Zuschauer, dass das hier so eine Jammertour ist. Aber es brennt und piekt wirklich. Jo, also, okay, also, wo soll ich denn hier noch hin? Okay, den habe ich letztes Jahr geschafft. Da war es hier aber nicht so zugewachsen. Ein bisschen Platz brauche ich hier. So geht das nicht. So. Komm ich schon weitergefahren? Ja. Okay. So, jetzt habe ich es geschafft. Wenn ihr wüsstet, wie sich meine Hände anfühlen. Ja, Leute, das war's von der ersten Tour mit dem neuen Bike. Wie gesagt, ich habe es wochenlang hier daheim stehen gehabt und bin damit nicht gefahren, weil ich mit euch zusammen nach der Volk-Videoserie die erste Tour zusammen fahren wollte und das habe ich heute damit gemacht. Die Trails waren nicht so interessant. Der Yofimi-Trail ist einfach nur schmerzhaft, aber eine coole Challenge, weil die Spitzkehren dort saueng sind. Spitzkehren fahren ist aber denke ich, mittlerweile eine Stärke von mir. Als ich hier angefangen habe, Mountainbike zu fahren, habe ich diese ganzen Spitzkehren hier gehasst und wollte immer nur in den Bikepark und mittlerweile liebe ich es. Also es
ich liebe es einfach. Spitzkehren macht Spaß, die ganzen Herausforderungen, dieses Technische, irgendwie sich drumherum zirkeln und dann doch noch eine schwierige Stelle zu schaffen. Finde ich richtig geil. Habt ihr in dem ersten Volk-Video, das war für mich ein super Highlight. Ich habe es beim zweiten Versuch, habe ich es direkt geschafft und das war so einfach. Und wenn ich zurückdenke, wie ich es schon mal versucht habe, keine Chance. Und das war jetzt so einfach. Ja, also man steigert sich mit den Jahren auch noch. Also ich wollte sagen, auch ich steigere mich mit den Jahren auch noch allmählich, langsam. Zwar nicht mehr so schnell, weil das YouTuber-Dasein lässt einen so ein bisschen in den Fahrskills stagnieren. Weil man halt, bei mir ist es so, wenn ich halt Fahrrad fahre, dann filme ich direkt und habe da jetzt nicht so viele Versuche, irgendwas zu üben oder sowas, wenn meistens noch andere Leute mit dabei sind, die haben vielleicht auch nicht mehr Bock zu warten, wenn ich irgendwas probieren möchte. Deswegen bin ich sehr zufrieden mit meinen Fahrskills nach Volk, nach der ersten Folge. Und auch mit dem alten Bike hat es ziemlich cool funktioniert. Aber hier mit dem eben auf den Spitzkern, das Bike ist wieder für gemacht. Ja. Und halt auch wieder 29er. Ich komme super damit klar mit 29er, viele hassen es, aber man muss es probieren und jeder sollte für sich herausfinden, was für ihn gut ist, ob es ein Downhill-Bike ist oder ob es ein All-Mountain oder ein Hardtail-Bike ist, 29er, 27,5 Zoll oder 26 Zoll, sollte jedem selbst überlassen sein. Einige von euch schreiben immer wieder, hol dir doch mal ein Downhill-Bike, wofür? Weil die ganzen Bikeparks hier in Deutschland, die kann ich auch mal mit Enduro fahren oder werde es halt auch mit dem Stumpjumper probieren. Dafür braucht man nicht unbedingt ein Downhill-Bike. Wenn ich jetzt wieder Rennen fahren würde, Downhill-Rennen, dann würde ich mir ein Downhill-Bike holen, um halt alles richtig glatt zu bügeln und ein paar Sekunden schneller zu sein. Aber sonst braucht man es nicht unbedingt. Also Hauptsache, es hat zwei Räder. Habt ihr auch in meinen Volk-Videos gesehen, mit dem alten Rad geht auch einiges. Nur möchte ich euch da warnen, es nicht zu übertreiben, weil ich hatte auf dem Bike auch in ein paar Situationen richtig Angst. Ich dachte mir, wenn jetzt die Gabel bricht, oder irgendwas da vorne, irgendwie der Lenker abbricht, dann breche ich mir die Hände. Deswegen, das müsst ihr immer berücksichtigen. Also ein Bike muss stabil sein. Deswegen sollte es auch für solche Aktionen ausgelegt sein. Also da lieber nicht so ein altes Rad nehmen und irgendwelche Blödereien machen. Na gut, okay. Genug gelabert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schalt das nächste Mal wieder ein. Haut rein. Ciao, ciao. Ich habe noch was vergessen. Und zwar Spoiler-Alarm. Ich habe der Hanna ein Bike gekauft.